In der Sahara brennt die Sonne fast das ganze Jahr über vom Himmel. Solarkraftwerke könnten hier viel mehr Strom produzieren, als in der Region gebraucht wird. Auf diesem Gedanken beruht die Idee zur Initiative DesertTech. Sonnenenergie und andere erneuerbare Energiequellen in Nordafrika, Südeuropa und dem Nahen Osten nutzbar machen und gleichzeitig ein neues Versorgungsnetz für ganz Europa aufbauen. Doch bevor Strom aus dem Süden zu uns fließt, müssen dort die nötigen Investitionen und Technologien ankommen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeitet seit 30 Jahren an der Entwicklung solarthermischer Kraftwerke. Außerdem untersuchen die Wissenschaftler, wie der Energiemix aus der Wüste aussehen muss. Gut, der Strom selbst, der in Nordafrika erzeugt werden soll, wird ja mit verschiedenen Technologien erzeugt werden. Das sind zum einen die Windkraft an geeigneten Standorten und die Photovoltaik. Aber der wahrscheinlich größte Teil wird mit sogenannten solarthermischen Kraftwerken hergestellt werden. Das heißt, das sind große Spiegelfelder, in denen die Sonnenstrahlen fokussiert werden, konzentriert werden und dadurch Dampf bei hohem Druck für Dampfturbinenkraftwerke oder Luft bei hohem Druck für Gasturbinenkraftwerke bereitgestellt wird. Der Vorteil der solarthermischen Kraftwerke ist der, dass die Wärme tagsüber gespeichert werden kann und das heißt, es kann Strom nach Bedarf, auch nach Sonnenuntergang und bei wolkenverhangenem Himmel bereitgestellt werden. Das ist natürlich wichtig, weil dieser Strom auch zur Regelung des Strombedarfs eingesetzt werden kann. In der andalusischen Provinz Almeria testet das DLR verschiedene solarthermische Anlagen. Erste kommerzielle Kraftwerke gibt es bereits in Granada, entwickelt von der deutschen Firma Solar Millennium. Die Kraftwerke Andasol 1 und 2 sind bereits in Betrieb. Andasol 3 folgt 2011. Gemeinsam sollen sie 500.000 Menschen mit Strom versorgen. Erzeugt aus der Kraft der Sonne, die in den Parabolrinnen gebündelt wird. In der heutigen Technologie ist es so, wir erhitzen ein Öl, ein spezielles synthetisches Öl von 200 Grad auf 400 Grad. Dieses 400 Grad heiße Öl geht dann in einen Wärmeübertrager, ein Apparat, in dem es seine Wärme wieder abgibt und mit dieser Wärme wird Wasser verdampft und dieser Dampf geht dann in einen ganz konventionellen Dampfturbinenprozess, wie wir ihn in jedem Kohlekraftwerk, in jedem Kernkraftwerk haben. Das heißt, wir verdampfen Wasser bei hohem Druck. Der Dampf geht dann in eine Turbine. Die Turbine dreht sich, erzeugt dabei Strom. Dabei sinkt der Druck ab. Dann wird der restliche Dampf wieder verflüssigt und das Wasser wieder auf hohen Druck gebracht und dann wieder verdampft. Das heißt, das ist ein ganz konventioneller Dampfturbinenprozess. Der Dampfkreislauf der heutigen Parabolrinnenkraftwerke hat einen Wirkungsgrad von bis zu 30%. Das ist deutlich weniger als bei modernen Kohledampfkraftwerken, die einen Wirkungsgrad von über 40% erreichen. Das liegt vor allem daran, dass die Temperaturen in den solarthermischen Kraftwerken nicht hoch genug sind. Und deswegen die nächsten Schritte, bei denen wir entweder das Öl durch ein flüssiges Salz ersetzen, dass wir dann nicht auf 400 Grad, sondern bis auf 500 Grad oder noch höher erhitzen. Oder aber bei denen wir das Wasser direkt durch die Absorberrohre, das sind die Rohre, die im Fokus des Spiegels angebracht sind, direkt das Wasser direkt durch diese Rohre hindurch pumpen und dann in den Absorberrohren selbst den Dampf erzeugen und auch dann dort auf etwa 500 Grad kommen. Wenn wir aber wirklich zukünftig zu höheren Temperaturen gehen wollen und damit zu höheren Effizienzen und längerfristig niedrigeren Kosten, sind wir mit den Parabolrinnen irgendwann am Ende, da können wir maximal 100-fach die Sonnenstrahlung bündeln und Temperaturen von vielleicht 500 Grad ein bisschen erreichen. Für noch höhere Temperaturen bietet sich dann die Turmtechnologie an, wo man mit nahezu flachen Spiegeln, die einzeln nachgeführt werden, jetzt nicht auf einen Rohr, sondern auf mehr oder weniger einen Punkt auf einem Turm fokussiert. Und da wird die Sonnenstrahlung bis zu 1000-fach konzentriert und es ist auch möglich, Temperaturen bis über 1000 Grad zu erreichen. Das ist eine Technologie, die ist in der Entwicklungsphase noch hinter der Entwicklung der Parabolrinnen. Aber wir sehen darin ein ganz großes Potenzial. Ein solches Turmkraftwerk steht als Demonstrationsanlage in Jülich bei Köln.
Gemeinsam mit dem Solarinstitut Jülich, den Stadtwerken Jülich und der Firma Kraftanlagen München testet das DLR hier neue Konzepte. Ja, wir stehen ja am Fuß des Heliostatfeldes. Die Heliostate, wie gesagt, 8 Quadratmeter groß, jeder und zweiachsig der Sonne nachgeführt. Die Sonne steht hier oben, von hier aus gesehen knapp neben dem Turm. Die Strahlen fallen auf den Spiegel und der Spiegel lenkt sie um auf den Receiver, der sich oben auf dem Turm befindet. In diesem Receiver, der von hier aus schwarz aussieht, in Wirklichkeit aber eine dunkle Keramik ist mit Löchern drin, saugt Umgebungsluft an und die durch die Strahlung erhitzte Keramik wird durch die einströmende Luft gekühlt. Dann haben wir ca. 700 Grad heiße Luft und die wird durch große innenisolierte Rohre in einen Dampferzeuger geführt, im Wesentlichen ein konventioneller Abhitzekessel, wie wir ihn aus GOD-Kraftwerken kennen. Und dieser Dampferzeuger produziert dann Dampf, der in einem ganz konventionellen Kraftwerk in der Dampfturbine abgearbeitet wird, in mechanische Energie und schließlich in Strom umgewandelt wird. Hier stehen wir hinter einem Heliostaten und wir sehen zwei Antriebe für die zweiachsige Nachführung. Hier den Antrieb in der azimutalen Richtung und hier in der Neigung, die Neigung verstellt, die Elevation. Und damit nur mit diesen Ansteuerungen, die auch nicht kontinuierlich ist, sondern schrittweise, Sie hören das leichte Surren, wird durch das Programm sichergestellt, dass das Sonnenbild immer den Receiver oben trifft. Jetzt sind wir im ganz konventionellen Kraftwerksteil der Anlage. Das hier ist der Dampferzeuger und wir sehen, die große blaue Leitung mit der heißen Luft kommt von oben runter vom Receiver. Die Luft wird hier durch den Kessel hindurchgeführt und dann dort unten abgeführt und im Gegenstrom kommt das Wasser. Die etwas abgekühlte Luft heizt das Wasser vor bis auf Sättigungstemperatur. Dann wird in der großen Trommel hier der Dampf erzeugt und die silbernen Kästen hier auf der Luftleitung, das sind die Sammler vom Überhitzer. Da wird der Dampf nochmal überhitzt, um das hohe Temperaturpotenzial auszunutzen in der Turbine später. Unter uns befindet sich der Speicher, den wir nicht sehen können, weil es ein abgeschlossener Behälter ist, etwa 2 Stockwerke hoch. Der ist angefüllt mit diesen porösen Keramiksteinen. Die heiße Luft wird von oben zugeführt und lädt die Wärme in das Material. Es kommt kühle Luft unten heraus. Und wenn wir den Speicher entladen wollen, führen wir einfach kühle Luft aus dem Dampferzeuger zu, die sich erhitzt auf 700 Grad und dann rückwärts wieder dem Dampferzeuger zugeführt werden kann, um Dampf zu erzeugen für circa 1 Stunde bei der Auslegung dieses Kraftwerks. Im Gegensatz zum Solarturm Jülich speichern die Parabolrinnenkraftwerke in Spanien die Energie in großen Salztanks. Das Salz schmilzt bei 200 Grad und kann weiter aufgeheizt werden bis auf 400 Grad. Beim Abkühlen setzt es die Energie wieder frei. Allerdings ist diese Technologie sehr teuer und es besteht die Gefahr, dass erstarrtes Salz die Rohre verstopft. Deshalb forschen Wissenschaftler auch hier mittlerweile an Speichern aus Keramik oder Stein. Hier demonstrieren wir auch die Technologie der Rückkühlung ohne Kühlwasser, nämlich mit Trockenkühlern, die Sie hier am Fuß des Turmes sehen können. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um an vielen Standorten, wo eben kein Kühlwasser zur Verfügung steht, diese solarthermischen Kraftwerke effizient einsetzen zu können. Das ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Technologien wie den heute verwendeten Parabolrinnen, die in der Regel jedenfalls eine Nasskühlung benötigen, um sehr effizient arbeiten zu können. Für Standorte in der Wüste wären die Trockenkühler damit besonders geeignet. Im zweiten Teil unseres Beitrags erfahren Sie, auf welchen Wegen der Strom aus Nordafrika zu uns gelangen soll und wie viel die Kraftwerke produzieren müssen, um einen Beitrag zur Energieversorgung Europas zu leisten.